spreche natürlich immer gerne hier. Und zwar gerade zum Aschermittwoch, weil ihr dann auch in so guter Stimmung seid. Nun hat natürlich Klaus Ernst schon alles gesagt. Was mache ich jetzt? Also, so ein paar andere Sachen habe ich noch. Und wenn ich dasselbe sage, muss ich es so anders ausdrücken, dass ihr es nicht merkt. Also, ich versuche es auf jeden Fall. Fange ich also auch mit dem Bundespräsidenten an. Wir dürfen das gar nicht unterschätzen. Das ist schon eine ganz instabile Entwicklung, die sich dort vollzieht. Der zweite Bundespräsident, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen hintereinander, der zurücktritt vor Ablauf der Wahlperiode, das hat es in der früheren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie gegeben. Der nächste Punkt ist, dass im Augenblick der Ministerpräsident von Bayern, Herr Seehofer, Staatsoberhaupt ist. Jetzt kann der vor Bedeutung kaum noch laufen. Ich habe ihn gesehen. Der kriegt einen ganz anderen Gang in einer solchen Situation. Deshalb darf er aber heute nicht die Aschermittwochrede halten, weil da müsste er ja polemisch sein und das passt wieder nicht zum Bundespräsidenten. Ergo hat man Seehofer zurückgeholt. Ich meine, das finde ich auch beachtlich. Steuhofer. Ergo hat man Stoiber zurückgeholt und das beweist, dass die CSU begreift, dass sie gelegentlich auch Fehler begeht. Welcher Art auch immer. Wobei ich die Rede von Stoiber zum Bahnhof beim Flughafen richtig liebe. Ich höre die mir immer wieder gerne an. Daran sieht man, dass sich auch Politiker verwursteln können. Und jetzt will ich zu dem Kandidaten Gauck kommen. Ich mache das mal ein bisschen anders. Der hat gerade ein Buch über Freiheit geschrieben und ich bin auch davon überzeugt, dass ihn die Freiheit als individuelle Freiheit sehr interessiert. Was er aber nicht mitbekommen hat, ist, in unserem Zeitgeist gibt es eine ganz andere Gefahr. Und die Gefahr ist die Entsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft und zwischen den Gesellschaften. Weltweit nimmt Reichtum und Armut zu. Und das ist eine Frage, die ihn gar nicht interessiert. Und das ist ein gewichtiges Problem. Denn wir brauchten eine Bundespräsidentin oder einen Bundespräsidenten, die oder der sich exakt mit dieser Frage auseinandersetzt und unsere Gesellschaft diesbezüglich vorantreibt. Und den werden wir so nicht bekommen. Er ist eben jemand, der gesagt hat, Afghanistan, den Krieg findet er völlig richtig. Er hat gesagt, Hartz IV ist völlig in Ordnung. Er hat uns in der Fraktion erklärt, dass die Beobachtung der Linken durch den Inlandsgeheimdienst nach seiner Meinung nach völlig in Ordnung geht. Er hat eben gesagt, dass er die Occupy-Bewegung völlig falsch findet und so weiter. Er hat auch die Diktatur der Finanzmärkte nicht begriffen. Und er hat eben gesagt, dass Sarrazin mit seinem Buch sehr mutig war. Sarrazin war nicht mutig. Wenn ich an die Stammtischmentalität der Leute appelliere, bin ich nicht mutig, sondern das ist billigster Populismus, den wir als Rechtspopulismus scharf zurückweisen. Und zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass es eine Unverschämtheit ist, uns von den Gesprächen auszuschließen. Und ihr könnt davon ausgehen, ich halte das aus, ein Gespräch weniger mit Frau Merkel zu haben. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass man sagt, 5 Millionen Wählerinnen und Wähler der Bundesrepublik Deutschland interessiert die Union gar nicht. Die lässt sie außen vor. Sie interessiert sich auch nicht für deren Meinung. 1/4 der Ostdeutschen haben uns gewählt. Wir sind in den neuen Bundesländern eine Volkspartei und dann sagen die Meinung interessiert uns nicht mal. Das ist extrem undemokratisch, die gesamte Herangehensweise. Und die Demokratie wird sowieso abgebaut. Deshalb kritisieren wir das so deutlich und scharf. Und nun komme ich mal zum Verfassungsschutz. Also abgesehen davon, dass der mal umbenannt werden muss. Ich weiß nicht, was der schützt, aber ganz bestimmt nicht die Verfassung. Kann ich nur sagen, dass die 1990 neugierig waren auf so Typen wie mich, das kann ich ja noch irgendwie verstehen. Aber ich muss mal sagen, im Jahre 2012 ist das ein einzigartiger Skandal. Und zwar deshalb, weil das natürlich die Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigt und unsere Chancengleichheit. Klaus hat schon darauf hingewiesen, aber ich will noch mal jetzt 2 praktische Beispiele zitieren. Ich mache meine Bürgerinnen und Bürger Sprechstunde, da kommt eine Bürgerin zu mir und sagt, kann ich denn hier noch offen sprechen oder hört der Verfassungsschutz mit? Die hat Angst. Nun muss man aber wissen, ich habe als Bundestagsabgeordneter eine Schweigepflicht. Deshalb habe ich als Bundestagsabgeordneter auch ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn mich jetzt also deren Mann oder weiß ich was als Zeugen vor Gericht bestellt, um auszusagen, was seine Frau gesagt hat,
dann habe ich die Aussage zu verweigern, bis sie mich von der Schweigepflicht befreit. Ich rede nicht von mir als Anwalt, da gilt das auch, sondern von mir als Bundestagsabgeordneter. Das ist gesetzlich so geregelt. Und dann sagen immerhin 4 Landesverbände des Verfassungsschutzes, sie wenden auch geheimdienstliche Methoden an. Und wiederum nutzt dann das Bundesamt das Ganze. Das ist doch eine tiefgreifende Demokratiefrage. Und obwohl es Sonderbestimmungen zum Beispiel für Pfarrer, für Ärzte, für Rechtsanwälte gibt, gibt es keine für Bundestagsabgeordnete. Haben sie gar nicht geregelt. Da sagen die, sie wenden die Maßstäbe an, die sie immer anwenden. Und das Zweite ist, dass man ja seine Akte bestellen darf. Nun habe ich die bestellt. Ehrlich gesagt, sie hat mich nicht interessiert. Kurz vor Weihnachten habe ich dann meinen Anwalt gebeten, sie mir noch mal zu schicken. 2 Aktenordner, weil mein Sohn sie lesen wollte. Na, was mache ich natürlich in meiner Art? Ich packe die als Weihnachtsgeschenk ein. Der packt die aus, wundert sich. Und dann kriegen alle meine Angehörigen mit, was das ist und blättern das. Wir haben uns selten so amüsiert. Das ist die blanke Verarsche. Und zwar kommt da ein Blatt, da steht dran, entnommen. Sperrvermerk. Blätter ich um, entnommen. Sperrvermerk. Also, wir schicken ihm eine Akte, wo sie mir immer mitteilen, dass sie es entnommen haben. Ja? Dann kommt ein Blatt, das ist völlig schwarz, da steht nur Gregor Gysi um, ist korrekt geschrieben. Und der Rest ist schwarz. Dann kommt ein Interview von mir, da haben sie auch die Hälfte geschwärzt. Ich darf nicht mal lesen, was ich gesagt habe. Also, da habe ich mir gedacht, was soll das Ganze überhaupt? Aber jetzt komme ich zum Ernst. Ich habe ja auf die 2 Bürger hingewiesen. Ich hatte dann übrigens eine Mandantin in meiner Rechtsanwaltssprechstunde, die fragte auch, ob sie noch offen mit mir reden darf. Das sind die Folgen. Wir können uns ja darüber lustig machen. Aber den Bürgerinnen und Bürgern macht das Ganze Angst. Jetzt beweise ich Ihnen, weshalb damit die Chancengleichheit der Parteien verletzt wird. Aus 3 Gründen. Erstens wollen sie erreichen, dass Bürgerinnen und Bürger Angst bekommen, um zu wählen. Ganz klar. Es verletzt die Chancengleichheit. Denn die anderen Parteien im Bundestag werden ja nicht überwacht. Zweitens wollen sie erreichen, dass bestimmte Bürgerinnen und Bürger gar nicht Mitglied unserer Partei werden. Wenn sie Lehrerin oder Lehrer in Bayern sind, oder sie sind Polizistin oder Polizist in Bayern, oder Richterin, oder ich gehe mal noch weiter, gar Staatsanwalt, selbst wenn sie der Überzeugung sind, die Linke hat recht, sie würden sich niemals trauen, Mitglied unserer Partei zu werden. Das heißt, die anderen Parteien machen über den Geheimdienst Folgendes, dass sie mitbestimmen die Strukturen unserer Partei, um uns dann wieder die Strukturen vorzuwerfen. Ist doch auch spannend. Du verhinderst einen bestimmten Teil an Mitgliedschaft und wirfst uns dann vor, dass wir den nicht haben. Der nächste Punkt ist, wenn wir diese Mitglieder nicht haben, haben wir natürlich weniger Leute, die sich für uns engagieren. Wenn wir weniger Leute haben, die sich für uns engagieren, sind wir an allen Wahlkämpfen benachteiligt. Das sind weniger Infostände und so weiter und so weiter. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Das reduziert natürlich unsere Spenden und unsere Mitgliedsbeiträge. Zum Beispiel, wenn du mal eine hohe Spende machst, weil sie viel geerbt haben, dann müssen wir ja bekannt geben, den Spender. Wer kann sich denn leisten, als Spender der Linken aufzutreten? Auch das ist ein Problem. Und wenn wir weniger Mitglieder haben, haben wir auch weniger Mitgliedsbeiträge. Und nun wissen die meisten eins nicht, die staatlichen Zuwendungen, die eine Partei bekommt, sind an mehrere Kriterien geknüpft. Ein Kriterium ist die Höhe der Beiträge und Spenden. Das heißt, wenn man durch die Überwachung durch den Geheimdienst dafür sorgt, dass wir weniger Beiträge und Spenden haben, sorgt man zugleich dafür, dass wir weniger staatliche Zuwendungen bekommen. Das verletzt ebenfalls die Chancengleichheit der Parteien. Wobei die ganze gesetzliche Regelung schwachsinnig ist, weil es nämlich bedeutet, wenn die FDP von Mövenpick 1 Million bekommt, kriegen sie hinterher auch noch höhere staatliche Zuwendungen. Also die Logik habe ich noch nie begriffen. So ist das aber im Gesetz geregelt. Deshalb sind wir natürlich auch vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr eine Entscheidung bekommen werden. Aber der CDU-Abgeordnete Uhl hat Folgendes im Bundestag gesagt. Er hat gesagt, der Gysi hat mal eine gute Rede gehalten, das kostete ihn wahrscheinlich Überwindung zu irgendeinem Thema. Und jetzt ist doch klar, dass der Inlandsgeheimdienst kontrollieren muss, ob er sich mit dieser Rede in seiner Partei auch durchsetzt. Ich habe über die Funktion eines Inlandsgeheimdienstes nachgedacht. Also ich gebe zu, dass es sehr, sehr selten ist, dass Politikerinnen und Politiker gute Rede halten. Aber wenn nun mal aus Versehen ein CSU-Politiker eine gute Rede hält, weiß nicht, ob das je passiert ist, aber nur mal angenommen,
dann zu sagen, dass der Inlandsgeheimdienst zuständig ist, um herauszufinden, ob er sich damit in seiner Partei durchsetzt, klingt doch ein bisschen absurd, ne? Und wenn mir das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt, sie beobachten mich nur, also sie machen, sammeln zu mir nur, was öffentlich zugänglich ist, dann verstehe ich zwar die Sperrbemerkung nicht, ich verstehe nicht die ganzen schwarzen Seiten, aber selbst wenn ich das lasse, sage ich, dann ist das ja eine Presseabteilung. Was hat das überhaupt mit einem Inlandsgeheimdienst zu tun? Ich glaube, sie belügen uns von A bis Z. Und dass sie absolut unfähig sind, sieht man an der Entwicklung des Rechtsterrorismus. Ein Inlandsgeheimdienst. Der 10 Jahre lang angeblich nicht mitbekommt, dass es Rechtsterrorismus gibt, der bei keinem der 10 Morde jemals auf den rechtsterroristischen Hintergrund hingewiesen hat, sondern immer gesagt hat, zusammen mit der Polizei, so einen Hintergrund gibt es gar nicht. Das waren wahrscheinlich Rauschgifthändler, das waren Gangster in inneren Strukturen, deshalb sind die ermordet worden. Die Familien waren so belastet, ich habe mich mit der Familie aus Nürnberg unterhalten. Das ist skandalös, was da gelaufen ist. Übrigens auch in einer berühmten, stark bebilderten Zeitung, die immer wieder solche Meldungen brachte. Und ich sage Ihnen, und das ist der eigentliche Punkt, und dann sind die ganzen V-Leute von ihren Steuergeldern die ganze Zeit bezahlt worden, nur damit sie lügen, damit der Rechtsterrorismus sich entwickelt und wir nichts, aber auch gar nichts erfahren. Entweder ist es noch schlimmer und die haben was davon gewusst, dann sind es Verbrecher. Oder sie haben nichts davon gewusst, dann sind sie absolut unfähig. Aus beiden Gründen ergibt sich, dass man mit denen gänzlich anders umgehen muss. Und wenn sie in den ganzen Jahren nur die Zeit hatten, uns zu überwachen, dann sind sie wirklich schädlich. Ich sage das mal ganz klar sagen. Tut mir leid, aber ich muss es auch sagen, dumm, dümmer Dobrindt. Er hat es eigentlich nicht verdient, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Aber eine Bemerkung will ich schon machen. Wofür streitet eigentlich unsere Partei? Sie streitet im Unterschied zu den anderen Parteien für Frieden. Wir akzeptieren Krieg als normales Mittel der Politik nicht, im Unterschied zur Union, SPD, FDP und Grün. Wir streiten für mehr soziale Gerechtigkeit. Ja, wir sind Gegner der Agenda 2010. Das stimmt. Wir streiten für mehr Demokratie. Wir wollen endlich auch Volksentscheide in Deutschland einführen. Das stimmt auch. Und wir streiten für eine wirkliche Einheit. Und wer meint, dass das grundgesetzwidrig ist, wenn man für Frieden, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und eine wirkliche Einheit streitet, der hat das Grundgesetz nie begriffen. Der ist, es tut mir leid, verfassungswidrig und der Dobrindt ist deshalb ein Verfassungsfeind. Das steht für mich fest. Er ist ein Verfassungsfeind. Gut, jetzt will ich mich aber nicht länger aufregen. Ich habe ja für den Verfassungsschutz Begriffe geprägt. Ich habe gesagt, dass die Ballaballa sind, das stimmt, dass sie eine schwere Meise haben, das stimmt auch, und dass es ein Pfeifenverein ist, das stimmt auch. Also ich habe noch niemanden gehört, der das widerlegt hat. Sie machen ja auch keine Gegendarstellung, weil es so eindeutig ist. Jetzt komme ich natürlich auch kurz zu Griechenland. Ich muss mal sagen, Griechenland verdanken wir die Antike und die Erfindung der Demokratie. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzen, was ich wichtig finde in diesem Zusammenhang. Und es gibt überhaupt keinen Grund für Arroganz gegenüber Griechenland. Wenn ich an der Regierung gewesen wäre und zu entscheiden gehabt hätte, ob ich ihnen einen Kredit gebe, hätte ich 2 Überlegungen gehabt. Die eine, wie helfe ich den Griechinnen und Griechen und nicht, wie helfe ich den Banken? Und die zweiten, wie sorge ich dafür, dass meine Steuerzahlerinnen und Steuerzahler logischerweise nicht draufzahlen? Wenn ich an beides denke, dann gibt es nur eine Lehre aus unserer eigenen Geschichte. Deutschland hat bekanntlich den Ersten Weltkrieg verloren und danach saßen die Sieger in Versailles und konnten nicht aufhören zu siegen. Was übrigens immer ein schwerer Nachteil ist. Auch bei der deutschen Einheit. Die Bundesregierung konnte nicht aufhören zu siegen. Ich sage Ihnen gleich ein Beispiel dafür. Ganz anders verhielten sich übrigens Versailles
Dieses Abkommen von Versailles, was natürlich Deutschland bis ins Mark demütigte, hat unter anderem dazu geführt, dass der Verbrecher Hitler mit seiner Partei so stark wurde. Er hat das natürlich genutzt. Also waren die Westmächte nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir glücklicherweise auch verloren haben, viel klüger und sagten, das machen wir nicht wieder. Wir machen nur in geringem Umfang Reparationen und dann einen Marshallplan zum Aufbau des Landes. Das war eine viel klügere Politik. Wieso lernen wir nicht aus unserer Geschichte? Wieso machen wir mit Griechenland Versailles statt Marshallplan? Marshallplan ist das Einzige, was den Griechen und uns hilft. Das Einzige. Also, ich hätte natürlich Bedingungen gestellt an Griechenland. Ich hätte gesagt, erstens, ab jetzt richtige Zahlen, völlig klar. Zweitens hätte ich gesagt, Rüstung halbieren. Und drittens, ich weise noch mal darauf hin, 2000 griechischen Familien gehört 80% des griechischen Vermögens. Das ist noch dreister als in Deutschland. Und dann hätte ich gesagt, ich erwarte eine für die angemessene Vermögenssteuer. Da sagt mir Frau Kohl, das ist jetzt nicht die Ehefrau von Helmut Kohl, sondern das ist die Frau Kohl, die immer die Börsenberichte macht bei der ARD, sagt, das geht ja gar nicht, die haben ihr Vermögen längst ins Ausland verbracht. Abgesehen davon, dass das mit Grundstücken schwer geht, kommt aber was hinzu, dann macht man andere Gesetze. Wir haben auch für Deutschland beantragt, es gibt ja viele Prominente, einen zum Beispiel, der mal zu Stoiber gesagt hat beim Essen um 23 Uhr, dass er jetzt gehen müsse, weil er sonst einen Tag länger in Deutschland ist, er schafft das sonst nicht mehr bis Österreich. Der hatte Becker vor Augen, der ja ein Strafverfahren bekommen hat, weil er zu viele Tage in Deutschland war. Damit wäre er hier einkommensteuerpflichtig gewesen. Und da kann ich nur sagen, wenn ich, was sehr unwahrscheinlich ist, Ministerpräsident in Bayern gewesen wäre, der hätte von mir nur noch Termine um 23.45 Uhr bekommen. Aber nur noch. Nur noch. Aber mal abgesehen davon, haben wir einen Vorschlag gemacht im Bundestag, haben gesagt, lasst uns doch die Gesetze verändern, kann man in Griechenland auch machen. Wir binden die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft und sagen, ganz egal, wo jemand sein Vermögen hat, ganz egal, ob der in Monaco, Österreich, in der Schweiz oder sonst wo wohnt, er hat seine Vermögens- und seine Einkommenssteuerbescheide einzureichen und wir rechnen in einem einzigen Finanzamt, das dafür zuständig ist, ist aus, ob er in Deutschland hätte mehr bezahlen müssen. Und wenn er in Deutschland hätte mehr bezahlen müssen, kriegt er einen Steuerbescheid über die Differenz. Und den Antrag haben wir eingebracht im Bundestag. Und jetzt konnten die nicht sagen, dass das sozialistisches Geplänkel ist, aus folgendem Grund. Das ist geltendes US-Recht. Das ist geltendes US-Recht. Und die kriegen jetzt schon von über einem Drittel der US-Bürgerinnen und US-Bürger, die in anderen Ländern wohnen, die Bescheide zugeschickt und so weiter, weil wenn sie nämlich zurückkommen, wollen sie kein Steuerverfahren am Hals haben, etc., etc. Das funktioniert. Und wissen Sie, was daraufhin Union, SPD, FDP und Grüne erklärt haben? Das sei zu bürokratisch. Alle vier. Sie wollen es nicht. Sie wollen an die Reichen nicht ran. Sie sind nicht in der Lage, eine solidarische Gesellschaft zu organisieren. Sie verweigern sich diesbezüglich. Und glauben Sie mir, wenn man soziale Gerechtigkeit will, muss man Steuergerechtigkeit erstreben. Wer Steuergerechtigkeit ablehnt, kann niemals soziale Gerechtigkeit wollen. Der lügt. Der lügt, sprich und einfach. Es gibt eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, dann verlasse ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Das können Sie machen. Dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Aber das machen die ja nicht. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum nicht. Zum Beispiel Prominente werden lieber entführt als andere. Von Kriminellen. Dann fordern die Geld. Dann gibt unsere Regierung das Geld. Das ist übrigens nicht falsch. Das würde ich auch machen. Menschenleben hat immer mehr Wert als Geld. Da brauche ich gar nicht drüber zu diskutieren. Aber wenn wir unsere Pflichten Ihnen gegenüber haben,
Wenn wir verpflichtet sind, in solchen Situationen Ihnen zu helfen, dann bleiben Sie hier auch steuerpflichtig. Das haben Sie zu leisten. Das ist das Mindeste, was man von Ihnen verlangen kann. So. Und deshalb hätte ich Griechenland gesagt, ja, und eine anständige Vermögenssteuer für eure 2000 Familien. Wo kommen wir denn dahin? In ganz Europa brauchen wir das übrigens. So, das ist das eine. Und was man jetzt gemacht hat mit Griechenland, ist ja abenteuerlich. Also, bloß um zu sagen, man spricht ja immer von einer Verschuldenskrise. Klaus Ernst hat schon darauf hingewiesen, das ist völlig falsch. Wir haben keine Verschuldenskrise. Oder wenn wir eine übermäßige Verschuldung haben, liegt das nur an der Finanzkrise, die von den Spekulanten und Banken verursacht worden sind, die noch nicht mit einem Euro dafür herangezogen worden sind. Noch nicht mit einem Euro. Ich sage dazu noch was. Aber wie war es in Griechenland? Die Schulden betrugen von der gesamten Wirtschaftsleistung im Jahre 2008 110%. Jetzt liegen die Schulden bei 160% der Wirtschaftsleistung. Also es hat durch die ganze Hilfe enorm zugenommen, nicht etwa abgenommen. Seit Ausbruch der Krise vor 4 Jahren ist die Wirtschaftsleistung um ein Fünftel gesunken. Ich habe die Regierung gefragt, ich habe gesagt, sagen Sie mir doch mal, wodurch soll sich denn die Wirtschaft in Griechenland aufbauen? Es gibt ja keine Investitionen. Die sind ja verpflichtet worden, ihr öffentliches Eigentum zu verscherbeln. Wenn du übrigens gezwungen bist, dein Eigentum zu verkaufen, ist es immer billig, weil ja der Käufer weiß, du musst verkaufen, du hast gar keine Wahl. Das Zweite ist, sie müssen also die Renten senken, die Löhne um 22% übrigens senken. Der Mindestlohn ist jetzt von 751 Euro auf 586 Euro im Monat gekürzt worden. Also du kriegst kein Wohngeld und so weiter. Davon musst du alles bezahlen. Und wenn man die Preise in Griechenland kennt, weiß man, dass das nicht funktioniert. So, dieses Jahr müssen 15.000 aus dem Staatsdienst entlassen werden, bis 2014 150.000. Also die Arbeitslosigkeit wächst enorm. Alles sowas ist gemacht worden. Und dann habe ich sie gefragt, wo sollen denn die Steuern herkommen, dass die irgendwas zurückzahlen können? Das Geld ist in den Sand gesetzt. Das ist doch nichts weiter als ein Geschenk an die Banken. Wir kriegen davon wieder. Und da sagen die mir doch, die Löhne senken. Und wenn man, lassen sich die Produkte leichter verkaufen. Da habe ich gesagt, ja Moment, aber noch mal einen Schritt weiter, nur in ihrer Logik. Wenn ich die Löhne senke, können die Leute immer weniger kaufen. Wenn sie immer weniger kaufen können, drossle ich doch die Wirtschaft und die ist ja rückläufig. Es ist das Gegenteil vom Marshallplan. Es ist der völlige Wahnsinn, was wir dort organisieren. Und dann gibt es natürlich bestimmte Leute, die bauen jetzt das Bild aus, die Griechen sind faul und so weiter. Das ist alles blanker Unsinn. Es gibt dazu seitens unserer parteinahen Stiftung Rosa Luxemburg eine sehr gute Broschüre. Ich empfehle, die mal zu verteilen, auch in Bayern, wo alle diese Fragen beantwortet sind. So geht das nicht weiter. Und ich sage Ihnen eins. Meine Überzeugung ist, Sie werden jetzt noch mal eine Charge überweisen, aber nicht wegen Griechenland, wieder wegen der Banken, aber in Wirklichkeit wegen der Wahlen in Frankreich. Und dann gibt es noch so ein bestimmtes Datum, Ende April, Anfang Mai. Da entscheidet sich das Schicksal von Italien und das warten Sie ab. Und danach lassen die Griechenland pleite gehen. Ohne die Folgen zu kennen. Denn ich sage 3 Dinge. Wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet und die amerikanischen Ratingagenturen, die den Euro nie mochten, ich sage auch gleich warum, Erfolg damit hatten, greifen sich als nächstes Portugal. Garantiert. Und Griechenland wäre noch bezahlbar. Portugal ist nur noch sehr schwer bezahlbar. Und wenn es dann je nach Italien oder Spanien geht, wird es unbezahlbar. Unbezahlbar. Die machen den Euro damit kaputt. Das merken die aber nicht. Und den Euro kaputt machen, ich muss es einfach sagen, wirft uns historisch zurück. Wir waren die Einzigen, die gesagt haben, dass die Bedingungen für den Euro nicht stimmen. Ich hatte 4 oberschlaue Fraktionen, Union, SPD, FDP und Grüne. Die haben uns erklärt, alles Quark, was wir erzählen. Alle Voraussetzungen sind da, alles blendend. Ich habe gesagt, das geht nicht ohne politische Union. Es geht nicht ohne eine abgestimmte Wirtschafts-, Sozial- und Lohnpolitik. Alles Quatsch, alles Quatsch. Alles, was wir gesagt haben, war ja Quatsch. Die sind ja immer oberschlau. Einmal müssten sie sich jetzt hinstellen im Bundestag und sagen, die Linke hatte leider recht und wir hatten Unrecht. Aber bevor ich den Satz höre, bin ich, glaube ich, das 4. Mal gestorben. Aber verstehen Sie, das ist aber wahr. Aber jetzt,
Wenn wir ihn haben, dürfen wir ihn nicht kaputt machen, weil wir sonst wieder das Europa der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen gar nicht weniger Europa. Wir wollen mehr Europa, aber ein vernünftiges, ein demokratisches und soziales Europa. Und sie zerstören zum Zeit die Demokratie und den Sozialstaat in Europa. Das ist die Auseinandersetzung, die wir führen müssen. Ich habe jetzt gelesen, dass eine griechische Frau ein Baby zur Welt gebracht hat und das Kind nicht bekommt, weil sie die Gebühren für die Entbindung nicht bezahlen kann. Die halten einfach das Kind zurück. Ich meine, sind wir hier im Mittelalter oder was? Man kann doch eine Mutter nicht von ihrem Kind trennen, weil sie eine Gebühr nicht bezahlen kann. Also ich meine, hier, also langsam, also muss ich mal sagen, da müsste man wirklich in anderer Hinsicht endlich eingreifen. So, jetzt komme ich zu der Krise zurück. Ich will nicht viel sagen, ich will nur sagen, unsere Schritte. Was schlagen wir vor? Das Erste, was wir sagen, wir müssen die Finanzmärkte regulieren. Die Deregulierung, übrigens von Herrn Steinbrück, nur damit man das nicht vergisst, auf die Spitze getrieben, der mir bei Frau Illner sagte, Herr Gysi, wir standen vor der Frage, ob wir Kreisklasse bleiben oder Weltklasse werden, bei der Zulassung von Hedgefonds etc., habe ich gesagt, na wunderbar, jetzt sind wir in einer Weltklasse-Krise. Wir müssen die Finanzmärkte deregulieren. Banken sind eigentlich nur Dienstleister für die Realwirtschaft. Und inzwischen entscheiden die alles. Der Ackermann entscheidet ja nicht nur, was die Merkel macht, der entscheidet auch, was die Realwirtschaft macht. Eine Vorstandssitzung eines Konzerns, der noch was herstellt, beginnt immer mit dem Aktienkurs. Weil davon abhängt, ob sie Kredite kriegen, zu welchen Bedingungen etc. etc. Die sind völlig abhängig geworden von den Banken. Dieser Staat tut alles für die Banken und ich sage es hier auch mal so klipp und klar und nichts, aber auch gar nichts für die kleinen und mittleren Unternehmen. Die einzigen, die kleinen und mittleren Unternehmen wirklich stützen würden, sind die Linken. Das ist komisch. Wir sind auch für die einzige Partei geworden. Das ist die Realität, mit der wir es gegenwärtig zu tun haben. Die 500 Milliarden, die die Banken bekommen haben, über die auch Klaus schon gesprochen hat, zu Weihnachten, waren übrigens gar nicht dafür, dass sie Staatsanleihen kaufen. Die sollen ihre Liquidität erhalten. Das alles. Die 1 Billion kriegen sie auch zur Rettung ihrer Liquidität. Gehen Sie doch mal als Bäckermeister zur Regierung. Schreiben Sie doch mal hin und sagen, Sie sind nicht liquide. Es droht eine Insolvenz. Sie hätten gerne 100.000 Euro, dann kriegen Sie das Ganze irgendwie balanciert. Na, dann zeigen die Ihnen natürlich einen Vogel. Wenn du als Ackermann hingehst und sagst, ich brauche gerade 18 Milliarden, kriegst du es am nächsten Tag überwiesen. Ganz abgesehen davon, dass die ja das Geld nicht haben. In Wirklichkeit drucken die doch das Geld. Das heißt, damit entwerten sie den Euro. Ich wollte ja noch sagen, warum die Amis gegen den Euro sind. Das ist ja so. Die Amis haben ja die Weltwährung, den Dollar. Nun gab es 2 Länder, die komisch reagierten. Das eine war Saudi-Arabien und das andere war die Volksrepublik China. Und beide Regierungen teilten den USA mit, dass sie künftig doch stärker in den Euro und weniger stark in den Dollar investieren wollen. Und da entdeckten doch die amerikanischen Ratingagenturen, dass der Euro nichts taugt. So einfach sind die Dinge. So einfach sind die Dinge. Und deshalb sage ich nur, also, wir brauchen eine Regulierung der Finanzmärkte, um die Finanzmärkte auch zu schwächen, damit sie wieder ein Dienstleister der Realwirtschaft werden und für Bürgerinnen und Bürger und nicht das ganze Geschehen dominieren. Zweitens, wir müssen die Banken verkleinern. Ich komme wieder auf Frau Kohl zurück. Die sagte zu mir bei Jauch, selbst wenn Sie Kanzler wären und die Deutsche Bank kurz vor der Insolvenz stünde, müssten Sie sie retten. Weil wenn Sie sie nicht retteten, bräche das gesamte Wirtschaftssystem zusammen. Und dann sage ich, wenn das stimmt, was Sie sagen, zeigt es, dass die Deutsche Bank zu mächtig ist. Ein Staat muss sich auch die Insolvenz einer Bank leisten können. Ich kann dann immer noch das Sparguthaben der Leute retten. Das ist meine Entscheidung als Regierung. Aber ich muss nicht die Bank retten. Wenn ich aber gezwungen bin, die Bank zu retten, ist sie zu groß und zu mächtig. Und die Deutsche Bank ist zu groß und sie ist zu mächtig. Und deshalb sagen wir, die Banken müssen verkleinert werden. Sie müssen wie ein Wirtschaftsunternehmen zu behandeln sein und nicht anders. Und wenn sie dann verkleinert sind, dann sage ich Ihnen, müssen sie...
öffentlich-rechtlich gestaltet werden. Öffentlich-rechtlich heißt, dass es Gremien gibt, die Entscheidung. Wenn du nur staatlich sagst, entscheidet der Landesfinanzminister, siehe Landesbanken, das kann ungeheuer schiefgehen. Bei den Sparkassen funktioniert das Ganze. Übrigens bei der ARD und beim ZDF auch, die sind ja auch öffentlich-rechtlich gestaltet. Das hat schon seinen Sinn. Und die Sparkassen waren in der Krise nicht unser Problem. Und sie sind nicht unser Problem, und zwar, weil sie öffentlich-rechtlich gestaltet sind. Und deshalb sage ich, die großen Banken verkleinern und öffentlich-rechtlich gestalten. Dann brauchen wir natürlich für Griechenland einen viel größeren Schuldenschnitt, der ist ja immer noch nicht da. Und dann brauchen wir endlich eine Millionärsabgabe in der gesamten Eurozone. Alle, die mehr als 1 Million Euro Privatvermögen haben, müssen zu einer angemessenen Vermögensteuer herangezogen werden. Und zwar alle, in allen Ländern. Nur zu merken, die Schulden in der Eurozone, die gesamten Schulden von Kommunen, Ländern, Staaten etc. belaufen sich auf 10 Billionen Euro. Das Vermögen der Vermögensmillionäre der Eurozone beläuft sich auf 10 Billionen Dollar. Das ist etwas weniger. Übrigens, in Deutschland ist es noch dreister. In Deutschland haben wir eine Staatsverschuldung von 2 Billionen Euro. Versuchen Sie sich nicht, die Summe vorzustellen. Das geht sowieso nicht. Ist auch egal. Aber das Vermögen der 10% Reichsten in Deutschland, nur der 10% Reichsten, beträgt 3 Billionen Euro. Die haben 1 Billion Euro mehr, als wir insgesamt von Passau bis Berlin an Staatsschulden haben. Ich will ja keinen direkten Ausgleich, aber dass eine angemessene Vermögenssteuer mehr als zeitgemäß ist, wird, glaube ich, an dieser Stelle deutlich. Und jetzt passiert ja Folgendes, das höre ich immer gerne, es gibt ja Millionäre, die bilden in Hamburg einen Verein. Da wohnen nämlich viele von denen, das ist nämlich die Steueroase für Millionäre. Und auf jeden Fall, dieser Verein fordert endlich eine Vermögenssteuer. Und jetzt toppen die uns noch von links. Und zwar deshalb, weil wir gesagt haben, wir möchten auf das Privatvermögen, sagen Sie das bitte dem Bäckermeister, die Bäckerei zählt nicht mit. Also wir möchten auf das Privatvermögen, und zwar nur auf den Mehrbetrag, der über 1 Million vorhanden ist, einen Steuersatz von 5%. Was sagen die Vermögensmillionäre? Die toppen uns von links, die sagen, nein, sie wollen schon eine Vermögenssteuer auf das bezahlen, was sie privat mehr als 500.000 Euro besitzen, nicht erst auf das, was sie mehr als 1 Million Euro besitzen. Allerdings wollen sie nicht 5% bezahlen, sondern nur 4%. Ich denke mal, mit dem Verein bekämen wir eine Verständigung hin. Aber ich sage Ihnen, was das Problem ist. Wenn sich Millionäre zu einem Verein zusammenfinden, um ihrer Regierung zu sagen, sie wollen endlich eine Steuer bezahlen, und die Regierung sagt, um Gottes Willen, also wir nehmen den Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern das Elterngeld, das machen wir alles, aber wir nehmen doch nicht von euch einen halben Euro an. Das ist eine Art der Vorführung, die man auch nur selten erlebt. Warum machen das die Vermögensmillionäre? Sind die alle plötzlich so altruistisch geworden? Können die mit dem Elend auf der Welt nicht mehr leben? Mag es auch eine Handvoll von geben, ich schließe nie etwas aus. Aber bei den meisten, die das machen, hat das einen ganz anderen Grund. Die wissen, es geht um ihre Existenz. Die sind klüger. Die wissen, wenn man in einer solchen Zeit nicht bereit ist, sich solidarisch zu verhalten, zahlt man letztlich drauf. Und diese konservative Regierung von Union und FDP ist selbst zu dämlich, das zu erkennen. Wenn sie eine kluge konservative Regierung wären, würden sie jetzt eine Vermögenssteuer einführen, um später natürlich in besseren Zeiten zu sagen, es war ein Fehler und hat sich gar nicht richtig gerechnet und so weiter, um sie wieder abzuschaffen. Dann würden sie uns zum Beispiel auch die Argumente entziehen. Aber so schlau sind die nicht. Weil die ideologisch so kleinkariert sind. Die hängen an dem, was sie schon seit Jahren geschwatzt haben. Übrigens genauso wie beim Verfassungsschutz. Dass sie uns 90 beobachtet haben, da gibt es eine Abteilung, 7 Leute arbeiten da, ne Klaus? 7 Leute. Ja, denen fällt einfach nichts anderes ein. Die sagen, das machen wir doch schon seit Jahren, wir machen das einfach weiter. Punkt. Ne? Das ist auch eine Langlebigkeit, die da entsteht. Wenn du nicht mal einen Chef hast, der sagt, hier ist Schluss. Ich werde mal meine Lieblingsgeschichte erzählen, als ich kurze Zeit Regierungsmitglied im Berliner Senat war. Da traf ich eine Abteilung, die ist so deutsch, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und zwar
saßen da zwei Leute und da habe ich gesagt, was machen Sie denn? Und dann sagten die mir, ja, also wenn es mal zu einer Katastrophe in Berlin kommt, einer Hungerkatastrophe, einer Revolution, einem Krieg, einer Konterrevolution oder was auch immer, alles ist durcheinander, dann sind die Bezirksämter zuständig für die Ernährung der Bevölkerung, und zwar für die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser. Und dann hast du dann deinen Namen, wohnst du irgendwo und gehst hin und kriegst das, und dann haken sie dich ab, dass du das nicht etwa zweimal am Tag kriegst, sondern nur einmal und so weiter. Aber, sagten die, es gibt ja viele Illegale in Deutschland, in Berlin. Und die Illegalen in Berlin, die können ja nicht zum Bezirksamt gehen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist erstmal hervorragend deutsch. In keinem anderen Land der Welt gründest du eine Abteilung zur Versorgung der Illegalen im Falle von Kriegen, Krisen, Revolutionen und Konterrevolutionen. Das gibt es wirklich nur bei uns. Ich habe gestaunt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja irgendwie ehrenwert. Ja, sagt er, und die Schwierigkeit besteht darin, wir müssen ein System finden, dass die sich nicht verraten müssen, aber nicht zweimal kommen dürfen. Ja, das klingt so leicht, das ist aber gar nicht so einfach. Und das haben sie sich alles ausgedacht. Und da sage ich, ja, und das machen sie jeden Tag? Sagten die. Da sage ich, das ist doch nicht ihr Ernst. Sage ich, ab jetzt werden sie arbeiten und jedes halbe Jahr gucken sich die Struktur an, ob die immer noch so geht. Und wenn sie was verändern müssen, dann verändern sie das, dafür kriegen sie mal eine Woche. Das muss doch wohl reichen. Aber verstehen Sie, das ist mal entstanden worden, das ist mal gegründet worden und dann bleibt das einfach. Dabei hatten wir das System längst gefunden. Ich finde ja das System nicht falsch. Ich habe mal in Italien gefragt, ob die sowas hatten. Ja, auf die Idee sind die noch nie gekommen. Also das fand ich dann auch wieder. Aber ich finde das Beispiel so hervorragend, um Bürokratie zu erklären. Also, kurzum, wir brauchen natürlich eine angemessene Vermögenssteuer. Wissen Sie, die Zahl der Vermögensmillionäre hat seit der Krise in Deutschland um 51.000 zugenommen. Wir haben jetzt 861.000 Vermögensmillionäre in Deutschland. Nicht in der Krise hat die Zahl abgenommen, sie hat zugenommen. Und ich frage Sie, wann setzen wir denn nun endlich mal durch, dass die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden und nicht die Hartz-IV-Empfänger und die Beschäftigten das Ganze zu bezahlen haben und die Rentnerinnen und Rentner, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Natürlich wollen wir die Kredite Italien, Irland, Portugal etc. über die Privatbanken geben, sondern direkt. Das muss endlich eine öffentlich-rechtliche Bank machen. Dann können wir doch zinsgünstige Kredite geben. Wenn wir sagen, ihr müsst dafür euer Land aufbauen, in die Wirtschaft investieren, dann kriegen wir das Geld auch zurück, sogar mit Zinsen. So ist das ganze Geld in den Sand gesetzt und verballert. Und deshalb sind unsere Forderungen als die Forderung, die die Regierung aufgestellt hat und womit Spanien auch Deutschland ist nicht nur Vize-Weltmeister beim Export. Klaus Ernst hat auf alle Umstände hingewiesen, wenn wir so beim Export zulegen, dann beschädigen wir immer andere Länder. Das Ganze ist so, Bayern, Schleswig-Holstein ruiniert. Dann muss Bayer den Aufbau von Schleswig-Holstein finanzieren, um anschließend Schleswig-Holstein zu finanzieren. Was soll das eigentlich? Was soll das? Keine Regierung von Adenauer bis Merkel gemacht hat die Förderung der Binnenwirtschaft. Die haben immer nur auf den Export geachtet. Und endlich wir endlich. Und ich sage hier nur noch mal die Zahlen, damit wir es wissen, in den letzten 10 Jahren. Die Löhne sind gesenkt worden um 4,5%. Die Renten sind gesenkt worden, real. Immer die Reallöhne, die Realrenten. Um 8,5% und die Realsozialleistungen sind um 5% gesenkt worden. Das einzige Land auf der Erde. Das einzige. Deshalb stimmt das alles nicht mehr mit Deutschland ist reich, wenn man die Bevölkerung ansieht. Die Zahl der Armen nimmt ständig zu, und zwar in ganz Deutschland.
Wir haben 2,5 Millionen arme Kinder. Und arme Kinder hat man nur, wenn man arme Eltern hat. Anders funktioniert das nicht. Und darum machen die sich da alle im Bundestag so gut wie keine Gedanken. Denen geht es manchmal einfach zu gut. Und wissen Sie, zu mir kommen immer so viele Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger in meine Sprechstunde. Da sage ich immer, warum geht ihr denn nicht mal zu dem CDU-Abgeordneten? Ja, da wollen wir nicht hingehen. Ja, sage ich, aber dem müsst ihr auf die Nerven geben. Ich habe da doch schon längst überzeugt. Aber ein bisschen verstehe ich es auch. Ich gehe auch nicht gerne zu ihm. Und ich möchte noch mal sagen, dass wir der drittgrößte Waffenexporteur der Welt sind. Ich muss mal sagen, es gibt keinen Krieg, an dem wir nicht verdienen. Dafür schäme ich mich. Wir hätten eine Schlussfolgerung 1945 ziehen müssen. Eine, dass wir nie wieder einen Krieg verdienen wollen. Nie wieder. Eigentlich hätten wir gar keine Waffen herstellen dürfen, aber auf jeden Fall dürfen wir keine exportieren. Und schauen wir uns die Kriege an. Bei Gaddafi wurden deutsche Waffen gefunden. Saudi-Arabien kriegt deutsche Waffen. Jetzt kriegen sie noch Panzer. Saudi-Arabien marschiert in Bahrain ein und schießt dort die Demokratie- und Freiheitsbewegung zusammen. Das ganze Geld von Al-Qaida, wegen Al-Qaida wurde der Afghanistan-Krieg geführt. Al-Qaida ist das Ausbildungszentrum für Terroristinnen und Terroristen. Das ganze Geld von Al-Qaida kommt aus Saudi-Arabien. Kann keiner bestreiten. Weder die Bundesregierung noch die Amerikaner. Das ganze Geld kommt aus Saudi-Arabien. Ab beste Beziehung zur Regierung in Saudi-Arabien hat die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und die deutsche Regierung. So wird geteilt. Und deshalb glaube ich Ihre ganzen Begründungen für Kriege aus edlen Motiven nicht. Und ich werde Ihnen das ganz kurz beweisen. In Afghanistan wurde mir erklärt, der Krieg müsse geführt werden, um Terrorismus zu bekämpfen. Al-Qaida muss ausgelöscht werden. Nun ist aber Al-Qaida umgezogen nach Pakistan. Aber wir führen immer weiter Krieg in Afghanistan. Also wenn das erste Argument stimmte, müssten Sie ja jetzt Krieg gegen Pakistan führen. Nicht, dass ich dafür bin. Logik ändern. Das zweite wurde mir gesagt, naja, es geht ja nicht nur darum, man muss der Zivilbevölkerung helfen. Mädchen müssen zur Schule gehen dürfen, etc. In Afghanistan gehen dort Mädchen zur Schule, wo sie schon immer zur Schule gehen durften. Und dort, wo sie nicht zur Schule gehen durften, durften sie heute nicht zur Schule gehen. Das hat sich gar nichts geändert. Die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen ist von 25% auf 45% gestiegen. Es leben nicht mehr 2,5 Millionen Menschen in Slums, sondern 4,5 Millionen. Es hat sich alles dramatisch verschlechtert. Was ist denn nun der Sinn des Krieges? Ein Kampf gegen Terrorismus? Wir sind jetzt die potenzielle Adresse für Terrorismus geworden. Während Sie früher in Berlin auf das Dach gehen konnten, in die Glaskugel, müssen Sie heute sicherheitskontrolliert werden. Alles möglich. Alles schwieriger geworden. Warum? So kommen wir doch nicht weiter. Wenn man Terrorismus ernsthaft bekämpfen will, muss man ihn isolieren. Isolieren können wir ihn nur, wenn wir eine gerechte Weltwirtschaftsordnung herstellen, einen neuen Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen beginnen, aber nicht, indem wir Krieg führen. Im Krieg sterben immer Unschuldige. Die haben aber Freundinnen und Freunde und Angehörige und in denen entsteht Hass. Und die sind dann als Terroristinnen und Terroristen zu rekrutieren. Es ist eine Spirale in der Gewalt. Und unser Wert besteht darin, dass wir die einzige Partei im Bundestag sind, die das so sieht und so sagt. Die einzige. Und als Cem Özdemir mir bei Hart aber fair sagte, also er wäre auf jeden Fall für einen Beschluss im Sicherheitsrat gewesen für die Bombardierung Libyens, weil anders wird man Gaddafi nicht los und anders kann man der Freiheits- und Friedensbewegung nicht helfen. Da habe ich an die Grünen eine Gegenfrage gestellt und habe gesagt, warum seid ihr denn nicht für die Bombardierung Syriens? Ich meine, wenn die Logik stimmt, wenn nur Bomben diesbezüglich helfen, warum denn dann keiner auf Syrien? Warum keiner auf Bahrain? Bei Bahrain ist es einfach. Die USA haben dort ihren größten Stützpunkt und die Saudis sind gerade einmarschiert und schießen da die Freiheits- und Friedensbewegung zusammen. Das passt nicht zu den Waffenlieferungen an den Saudis und so weiter. Aber bei Syrien, das kann ich Ihnen auch beantworten, es gibt einen Grund. Libyen hat ganz viel Erdöl und Syrien ganz wenig. Das ist es. Und jetzt haben Sie einen Zugang zu dem Erdöl, wie Sie sich das immer gewünscht haben in Libyen. Welche Menschenrechte jetzt dort verletzt werden, interessiert Sie auch nicht. Sie sagen, wir gucken weg und ich sage, ihr guckt danach weg. Das ist ebenso schlimm. Menschenrechtsverletzungen bekämpfe ich nicht mit Krieg.
mit Krieg verrohe ich Menschen. Da sorge ich eher dafür, dass das Gegenteil passiert. Und deshalb sage ich Ihnen, und das kotzt mich an, es sind seit tausenden Jahren letztlich immer dieselben Motive, nämlich ökonomische Interessen, die hinter Kriegen stehen. Und genauso ist es auch bei Libyen. Es gibt ökonomische Gründe, den Krieg in Libyen zu führen, und es gibt ökonomische Gründe, den Krieg in Syrien nicht zu führen. So einfach ist es. So. Und natürlich kämpfen wir darum, einen Krieg gegen den Iran zu verhindern. Kein Mensch kann ausrechnen, was da passiert. Kein Mensch. Das Regime ist auch nicht berechenbar. Und wenn die dann alle ihre Waffen einsetzen, gegen wen auch immer, kann das wirklich einen neuen Weltkrieg bedeuten. Das ist überhaupt nicht beherrschbar, bis hierher. Die spielen alle sehr gefährlich, kann ich nur sagen. Und deshalb habe ich ja vorhin zu Griechenland Stellung genommen. Wenn wir Griechenland rausekeln aus dem Euro mit allen Folgen, dann entsteht dort Armut und Elend. Das bestätigen mir sogar Regierungsvertreter. Das bestreiten die gar nicht. Da habe ich gesagt, wollt ihr die Leute dann verhungern lassen? Dann haben sie zu mir gesagt, nein, das können wir uns in ganz Europa nicht leisten. Dann sage ich, dann müssen wir das doch sowieso bezahlen. Ja, das müssen wir bezahlen. Dann sage ich, und woher wisst ihr, wie die Entwicklung dann in Griechenland läuft? Wie könnt ihr ausschließen, dass das eine nationalistisch extrem rechtsextremistische Entwicklung wird? Ich kann das nicht ausschließen. Wer garantiert uns denn, dass das plötzlich höchst demokratisch und links wird? Kann ich gar nicht. Und deshalb sage ich, Politikerinnen und Politiker haben eine große Verantwortung und nehmen sie im Augenblick völlig falsch wahr. Völlig falsch wahr. Sie lernen nicht aus Geschichte und sie spielen in einer Art, wie wir uns das überhaupt nicht leisten können. Und nun komme ich noch kurz auf unsere Probleme zurück. Das hat Klaus zum Teil angesprochen, aber zum Teil nicht. Übrigens habe ich eins festgestellt, Klaus, du kriegst zu viel Maß Bier bezahlt, denn du weißt gar nicht mehr, was die kosten. Der Preis ist schon eine Weile her, den du genannt hast. Ja, wollte ich nur sagen. Das ist inzwischen schon teurer geworden. Ja, das muss jemand wie ich dir sagen. Ja, wer sollte das sonst machen? Ergo. Rente. Wir bekommen Altersarmut. Und wenn ich jetzt mal die Jüngeren sehe, sage ich, bei Ihnen wird das furchtbar. Jetzt geht es noch einigermaßen. Aber bei den heute 50-Jährigen oder 40-Jährigen oder 30-Jährigen wird das natürlich eine völlige Katastrophe, weil dort die falsche Formel so lange gewirkt hat, dass sie nur noch Armutsrenten beziehen werden. Das weiß auch die Bundesregierung und hat eine Kommission gebildet. Sehr sinnvoll. Aber ich sage Ihnen, was wir wirklich brauchen. Ein paar Schritte sind es. Erstens müssen wir sagen, wir müssen wieder die alte Formel herstellen. Nicht 40% des Lohnes müssen als Rente angestrebt werden, sondern mindestens 60%. Das war der Unterschied zwischen den beiden Formeln. Und wenn Sie heute 800 oder 900 Euro verdienen und davon 40% als Rente kriegen, das können Sie doch wohl unter Ulk verbuchen. Also davon können Sie ja nicht leben. Sollen wir eine Generation von Grundsicherungsrentnerinnen und Rentnern werden? Oder was ist eigentlich das Ziel? Also alte Formel wieder her. Die zweite Frage, wie bezahlt man es? Ganz einfach, indem in der nächsten Generation alle einzahlen müssen, die Einkommen haben. Ganz egal, ob sie Rechtsanwälte sind, Abgeordnete sind oder was auch immer. Alle mit Einkommen müssen einzahlen. Genauso ist es in der Schweiz. Also die Schweiz ist nicht immer Vorbild, aber in der Frage sind sie zweifellos besser als wir. Dann müssen wir noch was machen, wir müssen die Beitragsbemessungsgrenzen aufgeben. Das heißt, der neue Ackermann müsste denn für alle seine Millionen einen Beitrag bezahlen, nicht wie heute, wo das ab einer bestimmten Höhe des Einkommens aufhört. Damit ist allerdings verbunden, dass es für diese Leute einen erheblichen Rentenanstieg gäbe. Jetzt könnte man wie in der Schweiz sagen, wir führen eine Höchstrente ein, aber ich kenne unser Bundesverfassungsgericht und die würden sagen, nee, höhere Beiträge müssen auch zur höheren Rente führen. Aber was sie erlauben, weil es eine solidarische Versicherung ist, ist, dass man die Rentensteigerung abflacht. Das heißt, du schaffst die Beitragsbemessungsgrenzen ab und der damit verbundene Rentenanstieg wird abgeflacht, weil es eine solidarische Versicherung ist. Wenn alle einzahlten, wäre alles bezahlbar. Wir könnten die Beiträge sogar senken. So, und dann frage ich Sie, dass die Union das nicht will. Das leuchtet mir ein, die ist anders gestrickt. Dass die FDP nicht mehr auf die Idee kommt, ist noch einleuchtender.
Sie werden sich wundern, dass die Grünen nicht auf die Idee kommen, ist mir auch klar. Weil die bestverdiensten Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben die Grünen, nicht die FDP. Die haben die überholt. Das ist, wenn du mal früher so ein bisschen links warst, ne? Und dann so in den Institutionen immer weiter vorankommst, ne? Und du bist nicht so schwachsinnig wie ich, ne? Dann wirst du ganz komisch, würde ich nur sagen. Ich ärgere die Grünen immer, indem ich sage, sie werden von der zweiten Gattin des Zahnarztes geheiratet. Gewählt. Und dann fragen die mal, wieso von der zweiten Gattin? Da sage ich, das kann ich dir erklären. Die erste war ja vernünftig. Die hat er als Student kennengelernt. Die zweite war bei ihm Schwester und erkannte, dass der Zahnarzt sehr gut verdiente. Und auf jeden Fall wurde daraus eine zweite Ehe. Und dann sage ich, aber in ihrer Jugend, als sie 17 war, hatte sie mal einen Freund, der war eine Woche im besetzten Haus. Und deshalb wählt sie die Grünen. Weil sie weiß, ihr strahlt eine andere Kultur aus als die FDP, aber sorgt exakt wie die FDP dafür, dass es nie eine Vermögensteuer gibt, keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, der Einkommensteuer etc. Man muss sich mal die Grünen genau in der sozialen Frage ansehen. Die Grünen waren eine ökologische Partei, auch eine Emanzipationspartei, das war auch wichtig, aber sie waren nie eine soziale Partei. Und davon sind sie heute noch viel weiter entfernt, als sie früher schon entfernt waren. Also, kurzum, wir haben im Augenblick überhaupt keine Chance, das durchzusetzen. Wir brauchten auch eine Mindestrente. Aber eins verstehe ich nicht. Also Grüne, will ich sagen, verstehe ich noch. Aber die SPD, erklären Sie mir das mal. Wozu haben wir eine SPD, die nichts anderes sagt, als wir machen die Formel, die Kohl schon gemacht hat? Wir heben die Beitragsbemessungsgrenze nicht auf. Wir führen nicht ein, dass alle einzahlen müssen. Das Einzige, was wir machen, ist die Rente um 2 Jahre und sagen, Rente erst ab 67. Wir dürfen das nicht vergessen, alles, was Sie jetzt erzählen. Sie haben es beschlossen mit der Union zusammen, dass die Rente erst ab 67 ausgezahlt wird. Und das war nie etwas anderes als eine Rentenkürzung um 2 Jahre. Nie etwas. Und das ist abenteuerlich in einer Gesellschaft, die so altersrassistisch ist wie unsere. Wenn du über 50 bist und zum Jobcenter gehst und um Vermittlung bittest, lachen die dich doch aus. Das ist doch die Realität. Ein Vollzeitjob haben von den 64-Jährigen etwas über 8% der Männer und etwas über 3% der Frauen. Die haben Vollzeitjob, der ganze Rest nicht. Das ist ja abenteuerlich, denen zu sagen, sie sollen 2 Jahre länger arbeiten. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Walter, hat zu mir im Fernsehen gesagt, der übrigens als Erster, der hat gesagt, das geht nicht mehr mit der Rente, frühestens ab 67. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wann hat denn die Deutsche Bank den letzten 64-jährigen Arbeitslosen eingestellt? Da sagt er, da haben sie auch wieder recht. Also, wir leben in einer Gesellschaft, das hat mit den Realitäten überhaupt nichts zu tun. Hier wird nichts anderes organisiert als Armut. Das meine ich mit Entsolidarisierung. Und das meine ich, wenn ich sage, wir brauchen einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin, die das thematisiert. Das ist doch die Aufgabe. Ein Bundespräsident hat ja bei uns wenig Macht. Aber er hat eine Möglichkeit. Er kann ein Gesetz, das offensichtlich grundgesetzwidrig ist, offensichtlich muss es das allerdings sein, das darf er nicht unterschreiben. Und wenn er das nicht unterschreibt, kann der Bundestag gar nicht mal. Du kannst nicht mal zum Bundesverfassungsgericht gehen, das ist einfach weg, das Gesetz. Das ist schon mal beachtlich. Und das Zweite ist, er kann gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen anstoßen. Und das muss er. Er muss Altersarmut ansprechen. Er muss ansprechen, wie es unseren Kindern geht. Ob da Chancengleichheit herrscht oder ob die nicht herrscht, das will ich von einem Bundespräsidenten. Ich weiß, er kann es nicht lösen, aber er kann uns alle nachdenklich machen. Und ich hoffe immer noch, dass so etwas kommt. Also in der Schweiz gibt es eine schöne Formel. Und die Formel in der Schweiz heißt, es ist wahr, die Millionäre brauchen keine gesetzliche Rente, aber die gesetzliche Rentenversicherung braucht die Millionäre. Und genau das müssen wir auch in Deutschland durchsetzen. Ich will. Und dann brauchen wir die Rentenangleichung Ost und West. Das bin ich auch leid. Jetzt nach über 20 Jahren muss man sagen, gleiche Lebensleistung, gleiche Rente, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Das ist das Mindeste, was wir durchsetzen. Und wer das nicht will, der will auch keine deutsche Einheit. Und wer das will, der will die deutsche Einheit. Deshalb sind wir die letzte Partei der deutschen Einheit. Im Gesundheitswesen haben wir private Krankenversicherung und gesetzliche Krankenversicherung. Die Arbeitgeber zahlen jetzt 7,3% als sogenannte Lohnnebenkosten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen 8,2%. Die paritätische Finanzierung, aufgelöst von der SPD, nie vergessen, Riester-Rente und so weiter, alles SPD, auch im Gesundheitswesen.
Praxisgebühren haben wir, etc., etc. Jetzt haben die Versicherungen viel Geld, wissen nicht wohin, lassen wir alles weg. Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ständig steigen, die der Arbeitgeber sind festgeschrieben, die sollen nie wieder steigen. Alles, was jetzt an zusätzlichen Kosten kommt, müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alleine bezahlen. Wir haben mal gesagt, wenn wir das System, wenn man mal mutig wäre und das System veränderte und sagte, wir machen eine gesetzliche Krankenversicherung für alle. Schluss. Auch die Reichen müssen in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Dafür nehmen wir alle Einkommen vollständig, die es in Deutschland gibt, hätten wir eine Beitragshöhe von 5,25%. 5,25%. Bitte, lieber Bäckermeister, lieber Unternehmer, bei uns zahlten Sie an Lohnnebenkosten nicht mehr 7,3%, sondern nur noch 5,25%. Würde es erleichtern. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die anderen natürlich auch 5,25%. Ja, die Abgeordneten müssten es auch bezahlen, das ist wahr. Alle anderen müssten es auch bezahlen. Ja und? Das ist in ganz Europa üblich. Nur wir haben das System mit der Wahl unter bestimmten Bedingungen zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Und dadurch haben wir ja inzwischen eine Dreiklassenmedizin. Wann du einen Termin bekommst, welche Medikamente, all das hängt ja davon ab. Indiskutabel. Und jetzt sage ich Ihnen, zusätzlich würde ich eine private Krankenversicherung machen für Sonderleistungen, aber das hat nichts mit der ärztlichen Versorgung und nichts mit der medizinischen Versorgung zu tun. Und ich will es nochmal sagen, stellen Sie sich vor, und kommen ins Krankenhaus. Und dann würde ich eine private Versicherung abschließen, auch begründen. Wenn ich zusammenlege, muss ich den über Politik quatschen, das halte ich nicht aus im Krankenhaus. Das Zweite ist, ich habe aber noch einen zweiten Grund. Stellen Sie sich vor, am selben Tag wie ich wird auch Kauder krank. Ja, kann doch passieren. Wir kommen beide in dasselbe Krankenhaus. Und der Chefarzt ist gemein. Und sperrt uns beide ins gleiche Zimmer. Dann wird der Kauder nie gesund. Das kann ich gar nicht verantworten. Und, mit den 5,25% von allen hätten wir keine Praxisgebühren, nichts mehr. Verstehen Sie, es ist möglich, es gibt immer Alternativen. Eine Gesellschaft muss sich nicht so entsolidarisieren. Und glauben Sie bitte bei der Rente, das habe ich vergessen, das ganze Gequatsche mit dem demografischen Faktor nicht. Es wird ja immer gesagt, Sie werden immer älter und dann müssen Sie bestraft werden und können immer später in Rente gehen. Es kommt nicht auf die Demografie an. Wir sind übrigens im letzten Jahr 130 Jahre älter geworden. Also wann hätten wir denn dann Rente bezogen? Nein, es kommt immer auf die Produktivität an. Und die Produktivität wächst in einem Maße, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und deshalb können wir uns selbstverständlich eine Rente ohne jede Altersarmut leisten. Als Letztes will ich was zur Bildung sagen. Bildung ist für mich eine der entscheidenden gesellschaftspolitischen Fragen. Und ich habe viele Themen vergessen, wenn ich Eva Budding-Schröter sehe, die ganze ökologische Umgestaltung und so weiter. Nein, die ist auch wichtig und der Ausstieg aus der Kernenergie ist ungeheuer wichtig. Das ist ein wirklich wichtiger Akt, dass das gelungen ist. Aber wir sind die Einzigen, die die ökologische Frage mit der sozialen verbinden. Wir haben sofort gesagt, ja, und wenn die Strompreise steigen, wer bezahlt das? Kriegen wir einen Sozialtarif etc.? Keine andere Fraktion kommt auf die Idee. Die Stärke der Linken besteht darin, ob es die Friedensfrage ist, die Demokratiefrage ist oder welche Frage auch immer, wir verbinden sie immer mit der sozialen Frage. Und das müssen wir auch, das ist unsere Aufgabe. Also, aber zurück zur Bildung. Was ich will, ist Chancengleichheit für Kinder. Bei 2 Neugeborenen, behaupte ich, liegen schon 1000 Welten zwischen deren Chancen. Und selbst die FDP kann mir nicht erklären, welche Leistungsdefizite der eine Neugeborene im Vergleich zu dem anderen Neugeborenen aufzuweisen hat. Die sind ja beide gerade erst rausgekommen. Und wir haben keine Chancengleichheit für Kinder. In Bayern werden die Kinder in Schulen viel zu früh getrennt. Wenn du Elite organisieren willst, musst du sie auch sozial lernen lassen. Wenn du sie elitär ausbildest, machst du sie dumm und lebensunfähig. Das müssen auch mal die reichen Eltern endlich begreifen. Man kann von Frau Merkel und von mir denken, was man will, aber wir sind beide auf eine Gemeinschaftsschule gegangen. Und immerhin ist sie aus merkwürdigen Gründen Kanzlerin geworden. Chancengleichheit in der Bildung bedeutet nicht, dass man Spezialisierung ausschließt. Ganz im Gegenteil.
Das kann es geben. Sportschule, Musikschule. Es kann Schulen für alte Sprachen geben, für neue Sprachen geben, für Mathematik und Naturwissenschaften. Das ist alles nicht die Frage. Aber eine Pflicht hat die Gesellschaft, jede Begabung zu fördern. Das heißt, die des Kindes des Professors ebenso wie die des dritten Kindes der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin. Und diese Begabung wird durch niemanden gefördert. Und das ist nicht vertretbar. Höchstens durch die Mutter, wenn sie es denn bewerkstelligt. Und dann sage ich Ihnen, 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland, weil wir 16 Bundesländer haben. Ich bitte Sie, ich weiß, in Bayern wird das gepredigt als Unabhängigkeit. Ich sage Ihnen, das hat was mit dem 19. Jahrhundert zu tun. Das passt in die Zeit der Postkutschen. Mit dem 21. Jahrhundert hat das gar nichts zu tun. Zum Beispiel hat man in Bayern erst 2 Jahre später Physik als in Sachsen-Anhalt. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie ziehen mit Ihrem Kind um und das hatte noch nie Physik und die anderen Kinder hatten 2 Jahre Physik, weil es genau in diese Klasse kommt. Das Kind hat gar keine Chance. Du kannst 2 Jahre Physik nicht einfach mal so in großen Ferien aufholen. Das ist überhaupt nicht drin. Was soll denn dieser Unsinn? Es kann mir keiner erklären. Und die Union muss doch wenigstens in sich logisch sein. Die behauptet, sie hätten zu wenig Kinder. Die Deutschen sterben aus. Nun weiß auch die Union, dass sie es höchstwahrscheinlich nicht handwerklich verlernt haben, sondern dass es dafür ja andere Gründe geben müsste. Und wenn sie es nicht weiß, muss man es ihr mal erklären. Das Zweite ist, dass sie sagen, wir brauchen einen flexiblen Arbeitsmarkt. Nur weil sie hier geboren sind, müssen sie nicht hier arbeiten. Sie sind in Passau geboren, aber wenn sie einen Job in Mecklenburg-Vorpommern kriegen, müssen sie eben dahin ziehen. Und dann auch wieder nach Schleswig-Holstein oder nach Thüringen oder nach Hessen. Also wutsch, wutsch, wutsch. Wenn ich dann die beiden Thesen der Union nehme, sollen sie alle etwa 3 Kinder haben und ständig umziehen. Und dann sagen die, aber sie müssen sich gegenüber ihren Kindern völlig verantwortungslos verhalten, weil sie ja jedes Mal das Schulsystem wechseln. Ich kann doch auch von der Union Logik verlangen. Ich habe mal vor einem CDU-Publikum gesprochen und das gesagt und bekam, das war das einzige Mal, dass ich Beifall bekam. Nein, ich bekam 2-mal Beifall. Weil die FDP hatte damals noch vorgeschlagen, dass wir die Erbschaftssteuer zu einem Länderrechtssache machen. Und da habe ich gesagt, das ist wirklich eine gute Idee, dann erleben wir die Massenumzüge der 80-Jährigen. Da haben sie auch geklatscht. Aber das waren die einzigen beiden Momente. Kurzum. Ich will nur sagen, die Linke muss in der Bildung kämpfen. In jeder Kommune, in jedem Land und im Bund. Wir brauchen Chancengleichheit für Kinder. Ob jemand in einer relativ armen oder in einer gut verdienenden Familie geboren ist, darf nichts daran ändern, dass beide eine Chance haben müssen zu einer Top-Bildung und zu einer Top-Ausbildung, um Chancengleichheit für Kinder herzustellen. Dafür streiten wir weltweit. Und jetzt lassen Sie mich sagen, wir haben SPD und Grüne den ersten Völkerrechtsbruch zu verdanken, an dem Deutschland beteiligt war gegen Jugoslawien. Wir haben ihnen die Rentenkatastrophe zu verdanken, wir haben ihnen Agenda 2010 zu verdanken. Ich will gar nicht in erster Linie gegen sie reden. Ich kann Ihnen nur sagen, uns gibt es nur in dieser Stärke, weil sie so versagt haben. Die Linke ist ein wichtiger Korrekturfaktor. Und schon als Korrekturfaktor werden wir dringend benötigt. Und im Übrigen herrscht in diesem Bundestag eine Konsenssoße zwischen Union, SPD, FDP und Grünen. Beim Afghanistan-Krieg sind die sich einig, Rente erst ab 67 sind sie sich einig, Praxisgebühren sind sich einig. Sie sind sich in allen zentralen Fragen einig. Der einzige Störfaktor im Bundestag ist die Linke. Deshalb mögen sie uns nicht. Deshalb der Verfassungsschutz. Deshalb die Ausgrenzung bei Gesprächen über den Bundespräsidenten. Aber ich finde es so wichtig, dass es einen Störfaktor im Bundestag gibt. Sonst wäre die Konsenssoße noch viel schlimmer. Und ich sage Ihnen als Letztes, ich habe ja auch meine Schwächen. Eigentlich bin ich ja harmoniesüchtig. Und ich verstehe mich gerne mit allen Leuten gut. Ich will mich gar nicht immer zu rumzanken. Aber ich bin zu einem Störfaktor im Bundestag geworden. Und ausnahmsweise bin ich mal stolz darauf. Und ich möchte das auch bleiben. Und ich sage Ihnen, die müssen gestört werden von der herrschenden Politik zugunsten der Banken. Wir brauchen endlich wieder eine Politik zugunsten der Bevölkerung. Dankeschön.